Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Leute, von Let's Play Factorio. Ja, ich sehe, glaube ich, gerade was, was ihr vielleicht auch seht, und zwar Kupfermangel ein bisschen. Ja, gut, es kommt noch halbwegs genug Kupfer an, das heißt, die haben noch so ein bisschen Kupfer zum Arbeiten, aber natürlich bei weitem nicht genug. Ich frage mich schon, was hier gerade so am Abgehen ist eigentlich. Dass hier so nicht läuft, wie es soll. Also läuft der wirklich überhaupt nicht, ne? Ich stimme da wahrscheinlich, weil die Fließbänder zu langsam sind. Das sehe ich hier schon mal direkt. Also kümmern wir uns mal drum. Ja. 500 Prozessoren pro Stunde. Yes. Computerzeit, Alter. Ja gut, jetzt habe ich einmal die Prozessoren mal angestellt und mal laufen lassen. Ne? Kommt das schon mal vor, würde ich mal so sagen. Ne? Ja, ich glaube, die Kiste, die kann ich mal begrenzen, sowieso mal auf, ja, so viel. Nehmen wir den Rest mir mal so ein bisschen raus, ein bisschen wenigstens. Naja, ist auf jeden Fall auch ein bisschen was hier, was man hier noch upgraden könnte. Also, ist auf jeden Fall ein paar Fließbänder hier upgraden werden müssen, erstmal so. Also, ja, einfach nur an der mangelnden Geschwindigkeit. Ganz fortgeschirrt, wenn ich dann auch irgendwelche falsch bin, dann falsch upgrade. Ja, ich habe sogar schnell unter der Schiffe dabei, also ich bin gut vorbereitet auf jeden Fall, aber das ist schon mal eine Top-Sache, so gesehen. Müsste ich noch ein paar schnelle Teile Fließbänder dort nochmal so allgemein ein paar andere schnelle Fließband-Accessoires, sage ich immer mal noch machen. Das können wir auch nochmal gleich mal einen Auftrag geben, wenn wir schon mal dabei sind, hier mit den schnellen Fließbändern zu montieren. Weil, ja, wenn das halt eben nicht mehr läuft, dann läuft das halt eben auch nicht mehr so richtig, ne? Dann ist das ja schon mal schön voll auch. In dem hier noch. Ich weiß gerade so ein bisschen, warum nur die eine Seite durchkommt. Oh, das ist halt einfach nicht genug, aber, naja. Ja, weil da kein schnelles Teilerfließband dazwischen ist. Ich habe aber kein schnelles Teilerfließband, deswegen machen wir mal geschwind ein paar. Dafür braucht man ja einfach nur normale X, schnelle Teilerfließbänder, genau. Mit ein bisschen mehr Eisen könnte ich so machen, aber wir sind ja hier quasi an der Quelle dafür. Ja, 7 Stück können wir damit machen. Oder ne, da fehlen ja nur Prozessoren eigentlich, glaube ich, hauptsächlich dafür uns. Die kann man sich ja mal gönnen eigentlich. Ja, wenn auch schon nicht mehr so viele Prozessoren hier sind, ne? Weil ist die schon so ein bisschen blöd, dass es ein Kupfer mangelt auf einmal. Ich weiß nicht mehr, wie auf die Idee gekommen ist, dass es am Kupfer mangeln soll. Das ist ja schon mal eine blöde Sache eigentlich so erstmal. In erster Linie. Naja. Machen wir nochmal schnell Teilerfließbänder und dann gucken wir mal, dann sieht das Ganze vielleicht ganz anders aus. Braucht ich mal bestimmt noch was anderes, aber ja. So, hier rein. Zack, zack. 9 Stück, das sollte vielleicht erstmal reichen, tatsächlich. Oh ne, das ist falsch, das hier. Oh, da fehlen natürlich jetzt hier die erweiterten Schaltkreise. Haben wir zum Glück noch ein paar dabei. Wenn ja auch mal gleich mal 10 für Gebrauch dafür ist, ja. Slightly übertrieben, würde ich mal so sagen. Naja. Hier unten Batterieproduktion läuft. Da können wir theoretisch auch noch Module reinpacken, das noch schneller geht, aber das wäre ja irgendwie zu einfach, ne? Dann stellen wir hier um auf Expressfließbänder, machen jetzt hier das hier rein. Jetzt haben wir schon wieder 6 neue gegathert. Alles klar, mal schauen, ob das dann nochmal einen großen Unterschied macht. Ich nehme ja mal an, nicht, aber let's fucking see. Weil eigentlich kommt es hier gerade theoretisch so viel durch, wie Eisen durchkommt, aber ja, das sieht doch schon gleich deutlich besser aus. Ich glaube, es war einfach davon überfordert und deswegen hat es immer um die Hälfte so durchgeschleust.
und durchlaufen lassen halt, aber das sieht doch schon mal deutlich nach mehr aus hier gefühlt. Ja gut, hab ich gesagt, ja gut, das habe ich, aber ich glaube, staut ja schon langsam wieder zurück wieder, ja. Und wenn das sich wieder zurückstaut, dann wird er auch nicht mehr so viel Kupfer verbraucht und dann staut sich das Kupfer natürlich dann dementsprechend auch wieder zurück. Komm schon, staut euch, staut euch, staut euch, staut euch, staut euch. Staut euch, habe ich gesagt. Naja. Ich werde nochmal ein bisschen extra Kupfer hier reinschmeißen. Ja gut, jetzt staut es natürlich hier schon ziemlich weit nach hinten durch. Naja. Sind auch deutliche Lücken drin. Also das Eisen auf jeden Fall schon mal deutlich voller aus. Okay, da kommt anscheinend nicht genügend Kupfer durch, so richtig. Also. Ja, da müssen CO2 also auch noch schnell Fließbänder unterbringen, aber ich denke mal, das passt dennoch erstmal. Weil er startet jetzt ja auch schon wieder zurück, so ein bisschen jedenfalls. Sondern müssen wir nur die Prozessoren abschalten und dann haben wir so wieder keine Probleme mehr. Jetzt hier so schon mal aus, das sind ja schon mal 7 Stück drin. Ich nehme das mal vorsichtshalber nur auf 1. Und dann können wir jetzt eigentlich weiter mal noch die Effizienzmodule mal upgraden, eben, damit das hier auch mal schneller läuft. Das Ganze jetzt einfach 1 zu 1 kopieren. Richtiges Plagiat und so hier veranstalten. Ich das dann mit, den kann ich mal mit reinschmeißen in den Output, aber das ist ja alles gleich verteilt. Okay, dann hier dann, ne? Die hier so schön hin, 5 Stück. Jetzt brauche ich natürlich wieder ein paar neue. Was vielleicht schön, dass das auch passt. Das wäre vielleicht auch noch von Vorteil. Ich kann es einfach nicht, oder? Oder irgendwie ist hier was komisch. Ja, gut, die eine Seite habe ich zu kurz gebaut. Na dann. Schon mit Effizienz wurde jetzt hier aufgesammelt, ne? Verringert den Energiebedarf. Der geringste Energieverbrauch ist 20%. Okay, also brauchen wir auf jeden Fall nochmal hier normale solche Module, um nochmal ein paar mehr von denen zu bauen. Okay. Was ich jetzt eben noch brauche, ist eigentlich das hier weiterzuführen. Geradeaus durch. Ich hätte nie was ankommen. Wenn hier mal ein Prozessor mal durchkommt, dann ist er halt instant weg von den ersten hier, ne? Aber da jetzt noch ein Business. Naja, apparently ja eigentlich schon, aber naja. Okay. Dann muss ich jetzt hier auch wieder dann die Band durchlaufen. Dann muss ich jetzt auch auf die andere Seite wieder rüber. Geht das jetzt dieselbe? Ah ne, das geht. Habe ich hier eins zu lang schon wieder gemacht, ne? Natürlich schon schlecht so. Und dann hier nach oben. Genau, so kommt denn hier hin wieder. Dann stelle ich schon mal unten mal Effizienz 2 schon mal ein. Mal schon konfiguriert richtig. So, da brauche ich von hier unten die Items hier hoch. Dann brauchen die hier drüben einmal Output auf das Band. Dann müssen wir es von hier einmal nochmal einsammeln ordentlich. Okay, hier schon mal Strom verteilen. Rein, 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 rein. Und dann natürlich, 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 dann auch nochmal hier rein. Der hier braucht auch nochmal eins. Sonst reicht das nicht so wirklich, habe ich das Gefühl.
So, dann die können schon wieder alle ihre roten rein packen. So, dann kommt sich hier wieder das Output Band hin. Jetzt sind hier an, gehen dann dorthin. Hat dann hier mit 1 überstehen, so gesehen in die Kiste, mit dann hier natürlich den entsprechenden Greifarmen. Muss natürlich dann das Band ja auch noch weitergeführt werden. Und da kommt man ja auch nochmal an die Greifer hinten dafür. Und das war's schon mit meinen Greifen dafür, jetzt brauche ich noch mehr, brauche ich mehr Eisen hier dafür. Schön. Ich starte zurück, da sind wir voll. Das ist ja eine super Sache. Ich kriege noch 50 mit. Hohoho, da geht's ab mit den Akkus, ne? Ich glaube, die baue ich jetzt aber auch nur noch bedarfsgerecht wieder auf. Also, wenn es mir knapp wird, dann mache ich da ja was, aber sonst nicht. Weil, wenn ich meinen Lebtag hier dann damit verbringe, hier Akkus zu bauen. Okay, so. Man könnte sagen, es könnte gleich schon mal losgehen hier, ne? Gut, die neuen Fälle hat Prozessoren, ja. Ne? Ach ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen das kleine Problem an der Geschichte. Mein gut, die sind ja auch veralt hier zurückgestaut, soweit da fehlen ja nicht mehr viele jetzt. Dafür fehlt seine roten Chips. Also rote Chips und Prozessoren, das ist beides gerade das Problem. Hier könnte ich theoretisch einfach noch mehr solche Dinger hier hinstellen oder schnellere Dinger hinstellen. Ich stelle einfach mal schon mal schnellere Dinger hier hin. So. Aber Chips, rote Chips, da kann ich auch schnellere Dinger hinstellen, weil statt sich auch alles zurück gerade. Noch ein bisschen mehr Eisen. Brauch noch mehr Eisen. Oh mein fucking Gott. Jetzt mag ich jetzt meine Geschwindigkeitsmodule, die müssen jetzt auch gecraftet werden. Könnte er machen, aber will ich jedenfalls nicht machen. Ja. So, das heißt, die sollten jetzt auch nochmal wenigstens ein Ticken schneller sein. Gut, jetzt sind hier nur die Produktivität mit drin, ne? Aber ja gut, dann gehen wir halt hier hoch und holen sie noch ein paar mehr solche Module hier runter. Aus bekanntem Grund. Dann können wir nämlich damit drin verteilen so ein bisschen. Können die auch auf der anderen Seite drüben noch bei der anderen mit verteilen gleich. Bei den Prozessoren. Zwar einiges zerstören, wenn die dann hier auch noch alle Module drin haben. Aber es wäre schon ziemlich witzig jetzt, wenn man so sieht, wie alles zerstört worden ist. So. Jetzt mangelt es auf jeden Fall auch eigentlich wieder offiziell an Chips, an grünen Chips. Das heißt, wir können natürlich jetzt auch hier anfangen. Und schon mal solche Dinger verteilen. Problem ist halt nur immer noch Kupfer so ein bisschen, also da kommen wir jetzt wirklich schon nicht mehr genügend durch. Weil wir brauchen jetzt ja wirklich nur das Fließband hier durch, das merke ich jetzt ja auch gerade nicht. Ich sehe jetzt auch endlich mal ein, es zu tun. Jetzt schon hier auch schön das Unterirdische, ich glaube, wir brauchen auch schnell der Unterirdische der neue nochmal. Ah, nee, passt. Noch jedenfalls nicht. So. Und dann sind wir schon unten angekommen wieder. Da sieht man schon mal direkt, wie es hier unten auch über Kupfer ankommt. Bis auch bei dem einen. Jetzt auch hier bei dem einen. Gut, ich denke, es wird dennoch nicht reichen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Lichtbogen. Wir brauchen dafür noch mehr Ziegelsteine. Ja.
Ja, Kupfer ist halt jetzt auch mittlerweile wieder eine Sache, weil man braucht man Kupfer gar nicht mehr so viel, aber dann, wenn man diese ganzen Chips so in Massen braucht, wie wir es gerade brauchen, dann geht's ab. Warte, wir wollten hier gar nicht nur zum Stein eigentlich hin. Ist denn hier sehr gut, Petroleum ist voll. Und dementsprechend wird dann hier recht wenig nur produziert, wenn das Petroleum sich immer zurückstaut. Ja, das ist schon nice, wenn man es mal geschafft hat, so weit, ne, zu einem Standpunkt zu kommen. Ja, ich sehe auch gerade das Problem. Wir haben nämlich de facto gerade nicht so viele Ziegelsteine auf Lager, weil alles hier von hier oben verbraucht wird. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal eine Kiste hier mal weg von der ganzen Sache, die es einfach nur so voll macht mit Ziegelsteinen. Wenn wir schon mal hier jetzt dabei sind, ist ja schon mal so zu sehen vor uns. Dann können wir gleich noch mal ein bisschen Beton eigentlich verlegen gehen. So. Kann man mal hier ordentlich verteilen hier. Mal schön machen hier gleich damit. Nice. So, jetzt bin ich natürlich ein bisschen nach oben gerutscht, aber. Ja, also wieder ordentlich Beton verteilt hier auf jeden Fall. So sieht es hier aus. Es sind schon 15 Stück jetzt schon drin mittlerweile. Hier ist noch logischerweise kein einziges mit drin. Gut, hier haben wir auch noch in unsere Rüstung geeignet. Ich werde mir auch noch gerade ein, das Ding mit drin. Nicht das Ding, sondern das Ding, das Exoskelett. Dam, dam, dam. So, ja, man sieht aber dennoch, Kupfer ist immer noch ein Problem. Da ist nur diese schnellere Kupfererzabtransport-Ding hat noch nichts gebracht eigentlich. Oder noch nicht so viel gebracht, jedenfalls. Oh, stopp, 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 stopp. Wir brauchen dringend noch schnelle Schaltkreise. Also die roten erweiterten Schaltkreise sind, glaube ich. Aber sind wir hier oben ja eigentlich an der Source dafür quasi. Ist schon nice, dass sich auf dieser einen Seite schon zurückstaut hier eigentlich, also dass den Prozessoren schon mal sich zurückstaut mit den roten, aber ja, ich glaube mit den Schaltkreisen, da kommen da eigentlich nie hinterher. Ich glaube, es ist eigentlich unmöglich und vom Spiel wahrscheinlich auch gar nicht vorgesehen. Staut sich aber trotzdem nicht hin zurück, das macht mir jetzt eigentlich Angst. Naja, das heißt, ich muss jetzt hier noch mehr Minen setzen. Ich habe ja noch 6 dabei, also kein Problem, ne? Ah, ich habe noch mehr dabei als 6. Ja, das war es aber schon mit meinen Minen. 7 kann ich noch machen. Dann würde mir Eisen dafür fehlen, okay. Na gut, dann setze ich die jetzt erstmal noch. Vielleicht bringt das ja schon mal so wenigstens irgendwas. Sieht doch schon hier, dass das da unten drunter unter den allen schon relativ weniger wird. Also da sieht man, wenn man so durchguckt, schon deutlich, dass da schon was fehlt. Wahrscheinlich, weil da auch was fehlt. Deswegen sieht man ziemlich deutlich, dass da was fehlt. Dann kommt ja noch dahin, wenn wir jetzt nicht eine Reihe anfangen für eine einzige Mine. Gut, dann ist das also nochmal ein bisschen Stroh verteilen und dann. Gucke natürlich, ob es schneller funktioniert alles oder nicht. Das ist jetzt richtig spannend, kann ich schon fast sagen. Wäre spannend, vielleicht auch, wie es mit dem Strom aussieht, aber das sieht eigentlich, glaube ich, ziemlich solide aus. 7,2 Gigajoule. Das Problem ist ja, dass dieses Band ja schon fast komplett voll durchkommt. Aber ich sage, unten doch schon sehr stark wieder ausdünnt, auch wenn es jetzt gerade wieder funktioniert. Und ausreichend ist. Also gut, ich setze noch die neuen 4 Stück hier hin. Das ist nicht der große Unterschied, um ehrlich zu sein. Aber viel mehr passt hier leider auch nicht mehr wirklich hin. Natürlich schon doof, ne? Aber was soll ich jetzt dagegen machen? Ja, ich brauche wieder ein paar neue schnelle Fließbänder. Das ist jetzt auch so die nächste Sache hier.
Gibt es de facto immer noch genügend? Dachte, ich hätte mir schon so richtig viele mitgenommen und so viele brauche ich nie in meinem Leben, aber falsch gedacht. So viel brauchte ich in meinem Leben. Aber jetzt staut sich sehr zurück. Das ist natürlich jetzt sehr schön anzuschauen. Jetzt könnte halt theoretisch auch nicht auch noch Module reinpacken in die ganzen Öfen. Das war noch so eine Sache, die wir noch nicht hier haben. Drüben beim Eisen, aber es ist tatsächlich auch noch nicht bei allen Öfen. Haben wir nur bei den älteren, glaube ich. Also irgendwann haben wir es mal gemacht. Und dann nie wieder, weil es ja eigentlich auch Quatsch ist irgendwie. Aber vielleicht bringt das uns ja hier dann doch ein bisschen was ein. Ja gut, hier ist eigentlich noch deutlich genügend Platz, würde ich mal so sagen, jedenfalls. Hier sieht es aber auch hier oben schon, das sieht zum Teil hier oben auch schon Probleme, wenn wir rauslegen haben. Aber es geht noch, also ja, da müssen wir auch schon wieder so eine Lösung eigentlich finden, die wir drüben beim Eisen auch haben. Mit dem, ich greife mir nämlich ab und führe es am Ende irgendwie wieder zusammen, weil es anders nicht gehen will. Ist gleich viel einfacher hätte realisieren können. Ich versuche es jetzt mal auf einem viel, viel einfachen Weg zu machen. Ich glaube, ich habe einfach nur verkackt hart. Jetzt mache ich einfach den hier. Ja, so ist einfach viel, viel einfacher umgesetzt. So mache ich es jetzt einfach auf den anderen auch noch mal. So, und dann geht es auch einfach auf beiden Seiten hier durch. Joa, ne? Wir können uns vielleicht auch endlich mal trauen, dann hier mal da Module mit reinzupacken, wenn das noch schneller geht. Ich meine, staut sich ja schon sowieso zurück, deswegen verlieren können wir nichts. Aber das Ganze dann vielleicht erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, stay tuned, euer Luke.